Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Kurzangespielt von holase.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute Vumes, in der Annahme, dass das der richtige Name bzw. der Name richtig ausgesprochen ist. Was ist Vumes? Naja, das sieht man noch, ein Autorennspiel durch die Ödnis. Aber jetzt kommt der kleine, aber doch entscheidende Unterschied, den Vumes mit sich bringt. Ballern. Waffen. Ja, also richtig hier Waffensystem. Vorne, hinten Kleinwagen, ausgestattet mit großkalibrigen Waffen. Wie es sein muss im regulären Straßenverkehr. Straßenverkehrsordnung, nicht da, wo wir her wollen. Oh, guck mal hier, ein Fass. Boom. Ja, das sind die hier. Das ist Vumes. Da geht's drum. Müssen ihn rauszoomen. Das Ganze basierend auf Unity Engine. Kostenlos zu haben. Unglaublich lustig. Von drei Entwicklern zusammengeschustert. Und, ja, einfach kostenlos runterladen. Bisschen Spaß mit haben. Wir drehen noch ein paar Runden. Ziel des Ganzen ist, es gibt eine sehr, 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 sehr lockere Story. Also man ist so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Geist, aber irgend so ein Fahrer, der in einem Auto drin steckt. Und wenn das eigene Auto zerstört ist, dann entschwindet man dem Auto als Geist sozusagen. Deswegen doch der Begriff Geist und dringt in das nächstbeste Fahrzeug, was in der Nähe ist, ein. Und dann spielt man einfach weiter. Einziger Nachteil, man verliert die Waffen, die auf dem Fahrzeug, das zerstört wurden, verbaut waren. Die sind weg. Aber kein Problem, weil man hat hier diesen Kumpel, diesen Homie hier, den hier. Hier, seht ihr den? Oh hier, wie schön der ist. Hier, zack, sticht ihm mal im Weg. Den hat man, der fährt so durch die Gegend, den sieht man unten links auf dem Radar und da fährt man dann hin. Fährt in diesen grünen Kreis und dann passiert das hier. Dann sieht man sich selbst Trans Am-mäßig, Knight Rider lässt grüßen in diesem LKW. Und plötzlich kann man im Verlauf des Spiels immer mehr Dinge an dem Fahrzeug verändern. Das Fahrzeug selbst, verschiedene Buddies, verschiedene Fahrzeuge, Typen, verschiedene Vor- und Nachteile. Und ja, das, wir starten da jetzt einfach mal beispielhaft einen aus. Also wir haben jetzt hier den Zetim, heißt er, glaube ich. War das richtig? Genau, Zetim. Den kann ich mit verschiedenen Booten setzen. Also hier, sagt schon, Gefährten? Nein. Kinder. Fahrwerken, genau. Mit Fahrwerken ausstatten vom Standardfahrzeug, was ich gerade nicht vorrichtig habe, witzigerweise, bis hin zum Monster Truck mit verschiedenen Stats, die dadurch hoch und runter gehen. Und ja, worauf man halt gerade Bock hat. Hier zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ich nehme einen Zetim mit plus 25 Haltbarkeit, aber dafür wird er halt deutlich schwerer und auch ein bisschen langsamer in der Beschleunigung. Trotzdem nehmen wir den jetzt mal, denn es gilt, wenn man ein Fahrzeug ausgestattet hat, gewisse Wellen von Gegnern zu überleben. Anfangs weniger, später mehr und wenn man es durchgespielt hat, sind es immer 9. Und da, das werdet ihr gleich sehen, aber das nur am Rande. Denn ich habe ehrlich gesagt mit dem Zetim nicht so viel Vertrauen darauf hin, dass wir das überleben werden. Also nehme ich mir mal eine Auto-Shotgun aufs Dach, Ratatazong und was nehme ich mir dann vorne auf die Motorhaube? Irgendwas, was ein bisschen mehr wehtut. Den Automaten hier. Genau. Das soll reichen. Das Ganze kann ich noch konfigurieren. Was wann schießen soll, dann würde ich sagen, das Hauptgeschütz mit der linken Maustaste, das untere Geschütz mit der rechten Maustaste ist schon vorkonfiguriert. Außerdem gibt es noch links Shift und links Control als Alternativen dazu. So. Aber das ist alles das, was ihr nicht sehen wollt. Sticker is coming übrigens soon. Das ist alles das, was ihr nicht sehen wollt. Sondern ihr wollt Ballerei sehen. Deswegen seid ihr hier. Action. Und der Truck glitscht gerade davon. Das hatte ich auch noch nicht. Seht ihr ihn? Ich kann ihn sehen, aber nur vereinzelt. Das ist hochinteressant. Wie gesagt, das hatte ich so noch nicht. Naja, gut. Okay, aber auf dem Radar unten links sehen wir einen roten Punkt. Und wie es immer so ist in Videospielen, aber auch im realen Leben, rote Dinge bedeuten Gefahr. Eine rote Ampel bedeutet Gefahr. Eine grüne Ampel hingegen nicht. Zack. Diese Wolke, die betreten wir und in dem Moment haben wir die nächste Welle losgetreten. Und eine Horde von kampfwütigen Gegnern nimmt Kurves auf uns und bettelt darum. Bettelt darum, von uns zerlegt zu werden. So, nochmal zum Protokoll. Zetim, das Fahrzeug, was wir hier haben, zweitschlechtestes Fahrzeug im Spiel. Also, ihr seht es mir nach, wenn diese Runde nicht so lang gehen wird, denn von Welle zu Welle wird es natürlich auch herausfordernder. Und ich will damit sagen, kann sein, dass diese Runde nicht allzu lange dauert. Aber ich habe mich in vorherigen Runden auch schon selbst völlig überraschend
in der Finalrunde wieder gesehen, die ich dann aber doch final sozusagen verloren habe. Ja, zum Spiel selbst habe ich eigentlich soweit alles gesagt. Viel mehr fällt mir nicht ein, außer vielleicht die Tatsache, dass es auf Volarsa einen kleinen, aber feinen Artikel dazu gibt, den ihr gerne euch ansehen könnt. Aber, und das ist fast noch ein bisschen wichtiger, den dürft ihr natürlich auch gerne erweitern. Also wenn ihr euch jetzt hier hinsetzt, wenn ihr jetzt dieses Spiel herunterladet und wenn ihr sagt, wow, das ist der absolute Megashit. Und wenn ihr da so begeistert von seid, dass ihr meint, hey, der Volarsa-Artikel gibt überhaupt nicht das wieder, was das Spiel alles für Facetten mit sich bringt, dann macht euch einen Account, wenn ihr nicht schon einen habt, auf Volarsa. Ergänzt es einfach. Ergänzt die Inhalte, die euch da fehlen. Zum Beispiel habt ihr ein ganz tolles Interview mit den Entwicklern gefunden, die darüber philosophieren, was sie noch alles in das Spiel integrieren möchten. Weiß ich nicht, von Turbo Boost hin zu mehr Fahrzeugtypen bis zu schwimmenden Swimming. Nee, das war falsch. Zwischen zu fahren. Da wollte ich hin. Das Interview findet. Das es sicherlich irgendwo da draußen gibt, wenn ich diesen dann in einem Paralleluniversum, dann könnt ihr das gerne auf Olase-Wiki-News-Artikel verlinken, den ich sicherlich unter dieses Video packen werde. Also, sofern ihr das auf YouTube seht, ich will nochmal. Das Ganze wird übrigens gesteuert, darauf kann ich noch eingehen. Ach, die Steuerung. Das Ganze wird gesteuert via SD. Und die Maus, die man unschwer erkennen kann, es existiert ein rudimentärer Support für Xbox 360 Gamepads oder für Gamepads allgemein. Allzu viel drauf geben würde ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich habe es probiert, ich bin kein Konsolenkind, das heißt, das ist auch nicht meine primäre Art und Weise, die Steuerung eines Spiels anzugehen. Und vielleicht haben da andere bessere, positivere und deutlich andere Erfahrungen als ich. Für mich ist es nichts. Ich habe nicht steuern können, ich habe niemanden getroffen, ich bin diverse Mal fast vom Stuhl gefallen. Aber gut, inzwischen ist es nicht, aber jetzt ist nichts für mich, ich bleibe das aus. Und ich denke, als Minus-Gamer darf ich das auch bleiben. Jetzt habt ihr es gerade gemerkt, ich war fast kaputt. Die Energieleistung rechts war doch ziemlich beachtlich niedrig schon. Aber nach jeder Wave gewinnt man quasi etwas Health zurück. Also, keine Ahnung, Dankeschön, was damit auf sich hat. Ich habe die E-Mail bekommen. Das heißt, wenn man doch mal etwas Schaden erleidet, und das passiert hier natürlich sehr, sehr schnell, dann muss man quasi von Runde zu Runde. Welle. Oh, starten. Das war sehr, sehr, sehr knapp. Ich dachte eigentlich schon, das wäre es gewesen. Zwei Waves bleiben noch bis zum Endgegner. Jede Runde wird von einem Endgegner gekürt, sage ich jetzt mal. Und Wall gerammt. Das wird dann sehr, sehr plötzlich. Das wird dann sehr, sehr plötzlich behandelt. Jeder Fahrzeug natürlich stärker, beziehungsweise dann diese dicke Ausschüsse. Die meinen, einen mit 6 Bomben gleichzeitig penetrieren zu müssen. Und gesund ist anders, sag ich mal. Gesund ist definitiv anders. Ganz, ganz schlimm sind, kleiner Nicht-Profi-Tipp von mir, das hier, das sind die am schnellsten zu zerstörenden Fahrzeuge im Spiel. Das ist quasi der, ich glaube, der erste oder der zweite Fahrzeug. Ich meine, sogar der erste Frog heißt der. Und wenn so ein Frog gerade im höheren Level auf euch zugerast kommt, kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass dieser Frog einiges an großen, starken Waffen auf sich vereint hat. Aber das heißt, diese kleinen Frogs, die extrem schnell sterben, sind für den kurzen Zeitraum, in dem sie leben, sehr, sehr, sehr gefährlich und auch man hat so eine gewisse Tendenz, sie nicht als primäres Ziel auszuwählen. Aber aus Erfahrung wäre mein Hinweis, doch wählt sie als primäres Ziel aus. Die Alternative dazu ist, dass die Frogs euch mit dem Level 2 oder selbst unter sogar Level 3 kann das Hölle zum Leben machen. Das Leben zum Leben. Und das, was wir hier gerade tun, ist nicht nur so gesund. Wir fahren geradeaus vor einem Gegner weg, der alle seine Kanonen nach vorne ausgerichtet hat. Und uns gerade fein säuberlich aufs Korn nimmt. Aber die Alternative dazu ist, stehen zu bleiben, ist von allen
folgenden Fahrzeugen beschießen zu lassen. Und ich würde sagen, das war's. Das schaffen wir nicht mehr. Dann seht ihr meine wunderschöne Todesanimation. Hätte ich diese Runde gewonnen, hätte ich als Belohnung diverse Fahrzeugteile, Fahrwerke und Waffen bekommen. Das ist jetzt nicht der Fall. Stattdessen habe ich zwei Waffen verloren. Die sind unwiederbringlich weg. Das Fahrwerk ist auch weg. Das Fahrzeug als solches ist egal. Also Buddies gibt es unendlich. Die kann man immer wieder neu auswählen. Nur Fahrwerke, Waffen und sowas. Die verschwinden. So, und jetzt bin ich ein lustiger kleiner LKW. Würde ich mich sofort wieder ins Getümmel tun, was ich natürlich nicht mache, weil da müssen noch ein paar Waffen oben drauf, würde ich verlieren. Aber das werdet ihr jetzt nicht mehr erleben, denn dieses Video endet jetzt, beziehungsweise in wenigen Sekunden. War schön, dass ihr mit dabei seid. Nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Biomes finden auf itch.io, kostet nichts, beziehungsweise pay what you want. Hat ein sofort ausführbares App-Image, das heißt runterladen, ausführbar machen, doppelklicken, loslegen. Und ja, es macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Die Story ist eigentlich nicht wirklich den Namen wert, also man könnte es Story nennen, aber es ist eigentlich keine. Und ja, reicht jetzt auch, ne? Also, viel Vergnügen mit Fumes. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, dann tut das unter diesem Video. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Macht das gut, haut da rein. Tschüss.